herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute gedacht, ich drehe mit euch zusammen wieder meine Trottel You Party Reihe. Genau. Und ich habe mir heute auch mal gedacht, dass ich zwei Firmen euch zeige. Erstens mal, weil ich nicht so viele von denjenigen Produkten habe. Und zweitens, weil dann kann ich auch die anderen Produkte oder die Kosmetikreihen oder Kosmetikfirmen dann schneller bearbeiten, dass ich dann auch Platz habe für andere Projekte, die ich ja noch starte. Ihr wisst so im Groben, dass ich ja meine Z-Paletten-Projekte mache, dass ich schon meine ganzen Lidschatten ja schon einsortiert habe. Hier habe ich zum Beispiel ein Beispiel. Da kommen jetzt auch noch die Lidschatten rein, die ich euch ja gleich zeigen möchte. Und jetzt mache ich ein Z-Palettenprojekt im Bereich Blushes, Highlighter und Bronzer. Da habe ich auch schon alle gepottet, die ich dann in den Paletten reinmachen möchte. Und ich habe zum Teil auch ein kleines bisschen aussortiert und auch ein oder zwei sind mir kaputt gebrochen beim Einsortieren. Ich weiß jetzt nur nicht mehr was, aber es ist nicht ganz so extrem schlimm. Genau. Ich habe ja genug, ne? Aber heute mache ich mit euch zusammen das Thema Alverde und Alterra. Da fangen wir auch mal direkt an. Und da habe ich zum Beispiel, manches konnte ich leider nicht depotten, weil es zu sehr gepresst war. Dann ging das nicht raus. Zum Beispiel fangen wir jetzt mal mit Alverde an. Da habe ich ein paar Sachen noch hier. Da sind jetzt keine Namen oder so drauf bei den Depotteten. Aber das macht nichts. Also ich hatte das so gewollt und ist ja nicht so schlimm, wenn das auch durcheinander einsortiert wird, ne? Auf jeden Fall habe ich dieses hier. Das ist eigentlich ein Bronzepuder. Für mich ist das aber kein Bronzepuder, weil für mich ist Bronzepuder schimmernd, glowy, ne? Und das ist eigentlich ein normales, mattes Contouring- und Abpuderprodukt und ja, ist ein sehr weiches Produkt, ist ein gebackenes. Wenn man das jetzt hier so zusammen mischt, dann hat man halt dieses karamellige. Wenn man beide einzeln aufträgt, dann sieht das Ganze dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Ich kann aber auch die Lampe auch mal ausmachen. Vielleicht sieht man es besser. Ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, das obere ist das Gemischte, wenn man es sieht. Und hier die beiden sind dann halt getrennt. Und das nehme ich eigentlich nicht zum Contouring oder halt zum Bronzen, sondern als Mattierpuder. Ja. Weil, wenn man das mischt, dann ist das so ein bisschen karamellig. Kann man gut auf die Haut auftragen und ja, ist ein schönes Produkt, ist sehr weich, wie gesagt, und ja, ist sehr schön leicht pigmentiert. So, jetzt muss ich mal eben meine Reinigungstücher holen, damit ich da ein bisschen abputzen kann. Aber ich glaube, wir machen das doch mal lieber ein bisschen an. Zwischendurch kann ich ja ausmachen, wenn es so ein bisschen überbelichtet ist. Dann habe ich, um weiter bei Blush zu bleiben oder Puder, dieses Shimmering Blush. Das ist aber ein für mich auch ein Highlighter, weil der so schöne silbrige Schimmerpartikel hat. Ich werde das jetzt einfach mal zusammen mit euch mischen. So sieht das gemischt aus. Und ich kann ja mal versuchen, mit diesen einzeln zu machen. Ich wische jetzt mal diesen Mixtur so ein bisschen ab. So. Das mache ich auch sehr, sehr oft so ein bisschen abpudern, also abstauben,
dass man noch an die einzelnen, nochmal schnell, an die einzelnen Striche drankommt. Das kann ich jetzt auch mal machen. Und das ist butterweich. Man kann es machen. Ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich mit einem dünnen Fächerpinsel, mit einem dünnen, dicken, schrägen Blendepinsel zum Beispiel. Den hier benutze ich unheimlich gerne, um Highlighter aufzutragen. Ich habe jetzt hier diesen Kiko zum Beispiel. Ne? Der ist super fluffig und damit trage ich ganz, ganz gerne Highlights auf. Und das ist super. Aber ich kann auch mit dem Fächerpinsel arbeiten, ich kann mit einem Blushpinsel arbeiten, also wie man möchte. Aber da ist ja sehr dünn, ist zum Beispiel den von Evelyn, kann man sehr, sehr gut an die einzelnen Blöcke dran. Und dann kann man das hier sich so schön applizieren. Wollte ich euch nur so als Tipp noch nebenbei geben. Und ich habe es auch sehr, sehr, sehr viel und sehr häufig auch schon mal verwendet. Man sieht auch, dass diese Wölbungen auch sich sehr, sehr tief Richtung Boden eindringen. Also ich habe nicht mehr so extrem diese Wölbungen mehr. Also ich benutze meine Produkte wirklich. Also es sieht zwar nicht immer so aus, aber ich benutze es. Dann habe ich dann zwei Blushe. Einmal ein Nudic, einmal ein in... ja, so ein dunklen Pink, Berig. Die werde ich euch jetzt einfach mal swatchen. So. Diese allerdings, also von der Konsistenz, wenn man so mit dem Finger reingeht, ist das nicht so extrem pudrig, ist aber auch nicht sehr hochpigmentiert, wie ihr hier schon seht. Auch das Nudige ist nicht so hoch pigmentiert und auch nicht sehr weich. Man muss schon sehr, sehr viel rumrühren mit dem Pinsel, dass man zumindest ein bisschen Farbe hat. Und auf der Haut sieht zum Beispiel dieses Nudige so leicht peachy aus. Und das hier ist das obere hier. Und man sieht, es ist pigmentiert, aber nicht sehr hoch pigmentiert. Das heißt aber für mich, ich kann es sehr, sehr schön schichten. Was aber auch gar nicht weiter schlimm ist, dass es sehr leicht pigmentiert ist, weil ich neige auch sehr, sehr gerne mehr Rouge aufzutragen, mehr Highlighter aufzutragen. Ich, eigentlich schminke ich mich schon eigentlich sehr lange, seitdem ich auch die Schminksammlung habe, aber ich habe schon mal den einen oder anderen Tag, wo ich sage, oh, das ist aber sehr, sehr übertrieben. Aber, ja. Aber es ist auch gut so, dass die nicht so hoch pigmentiert ist, dass man dann aufbauen kann. Ich kann sie, wenn ihr auf sehr hoch pigmentierte Blushe steht, nur teilweise empfehlen. Sind aber sehr, sehr schön. Ja, kann man eigentlich nicht meckern, nur ich bin nicht so empfindlich, was entweder hochpigmentiert ist oder nicht hochpigmentiert ist. Egal, ob es bei Blushes, Highlighter, bei Bronzer ist, bei Lidschatten. Also ich bin da nicht so empfindlich. Wenn es eine leichte Pigmentierung hat, dann sieht man aus, als hätte man einen sehr natürlichen Look geschminkt. Und man sieht es einfach nicht. Man weiß, man hat sich geschminkt, aber derjenige, der weiß, gegenüber weiß dann vielleicht nicht, ah, sie hat sich geschminkt, okay. Ne? Sowas halt. Also ich mag auch sehr, sehr gerne leichte Looks. Egal ob es Wangen ist, Augen ist, je nachdem. So, dann habe ich hier noch einen einzelnen Lidschatten, der nicht depottet werden wollte. Der war ziemlich fest gepresst und ich kam da auch nicht wirklich rein. Das ist einfach ein ganz normaler Monolidschatten, ja, zum Verblenden. Ich benutze den auch sehr, sehr häufig neben dem Kategorie-Schminkkörbchen. Das heißt, wenn ich ein Kategorie-Schminkkörbchen habe, der nicht so einen schönen mattes Finish hat oder ich habe keins in dieser Variante da, nehme ich schon sehr, sehr gerne. Egal, ob es bei Alverde ist, bei Catrice, bei Essence, bei P2.
Aber hier nehme ich den auch ganz, ganz gerne raus und dann verblende ich das Ganze oder nehme es als Basis. Es kommt immer drauf an. Ich liebe ihn. Ich kann ihn ja mal swatchen. Der ist butterweich, also der ist im Gegensatz, ja, er festgepresst ist eigentlich sehr weich und man sieht ihn auch sehr schön. Den kann man auch als matten Highlight verwenden, wie man mag. Aber der zeigt auf dem Auge noch einen leichten Glow. Ja, Glow-Effekt ist super. So, dann geht's weiter. Dann habe ich noch Kajale. Das sind ganz, ganz einfache Kajale. Ich habe einmal die Nummer 01 schwarz und die 02 grau. Ganz einfache, normale Kajale. Nichts Besonderes. Nur bei denen hier zum Beispiel, wenn man hier so swatcht, muss man mehrere Male rüber. Aber ich glaube, den muss man so ein bisschen anspitzen, dass der ein bisschen weicher wird. Das ist auch hier so. Man muss ein bisschen mehr hier beim Swatchen draufdrücken, dass man auch Farbe erkennt. Aber auf dem Auge, wenn man das auf die Wasserlinie gibt, sieht man die Farbe. Und es muss ja nicht extrem blacky sein, extrem gray. Also, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Aber ich muss sagen, ich habe ja die beiden genommen, weil ich unbedingt von der Alverde-Sammlung noch was haben wollte. Also in meiner Alverde-Sammlung. Ich habe bessere. Also ich habe zum Beispiel von Maybelline habe ich in Schwarz. Manhattan mag ich unheimlich gerne. Und ja, das ist eigentlich unnötig, aber ja, ich benutze die und werde sie aber trotzdem noch aufbrauchen. So. Genau, und jetzt muss ich mal eben ganz kurz den Akku wechseln und dann bin ich gleich für euch wieder. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe einen frischen Akku drin. Wir gehen jetzt weiter mit den Lippenprodukten. Ich habe von diesen Lippenprodukten verschiedene. Einmal die in der grünen Verpackung und einmal die in der silbernen Verpackung. Sind aber vom Tragegefühl und vom Preis nicht so extrem unterschiedlich. Ich zeige euch einfach mal diese beiden. Ich habe einmal die 53 Cherry und die, Moment, und die 60 Sweet Berry, genau. Ich glaube, Sweet Berry war eins der Gründe, warum ich da gesucht habe, weil da ein MAC-Tube dabei war. Ich hole jetzt nicht diesen MAC-Tube raus, also ich habe einen MAC Produkt, das denen nahe kommt, aber jetzt hole ich das während des Videos nicht raus. Ich werde euch den jetzt einfach mal swatchen. Das ist, wie gesagt, 53 Cherry. Ist ein ganz normales, leichtes Rot. Ist glossy. Glossy. Ja. Und dann habe ich noch die Farbe, wie gesagt, 60 Sweet Berry. Der ist, wie gesagt, ein Tube zu einem MAC Lippenstift. Der ist nicht so hochpigmentiert, also auf meinen Lippen, wie der Cherry. Aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön. Beide haben so einen leichten Gloss. Der Cherry, der hat so einen schönen Schimmer. Also ich finde die eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Müsste ich aber trotzdem mal sehr oft benutzen, ne? Genau, so, dann habe ich noch den 21 Berry. Berry ist so ein, aber aus dieser Reihe hier. 21 Berry ist aber so eher Nude Rosé. Also der ist nicht bärig, der ist Nude Rosé, also der ist nicht bärig, der ist wie gesagt Nude Rosé, ich wiederhole mich, sorry. Der hat hier ein bisschen Schimmer, hat einen sehr, sehr leichten Glanz auf den Lippen,
Gut, bei mir halten manche Lippenstifte nicht so extrem lange wie bei anderen, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Dafür hat man den ja auch immer mal wieder mit in die Schminktasche und dann kann man sich das dann nachziehen. Ja, so. Dann habe ich noch Lipglosse. Einmal die 20 Raspberry in Love und einmal die 50 Nude Secret, genau. Und die zeige ich euch jetzt eben. Der Raspberry in Love, der sieht hier extrem pigmentiert aus, ist aber auf den Swatch wie auf den Lippen nur leicht gefärbt. Also es ist nichts super pigmentiert, aber es macht einen sehr, sehr leichten, ja, rötlich-pinkenen Touch. Wie ihr seht, man sieht die Farbe nur ganz, ganz leicht. Und den Nude Secret, da sieht man nur diesen Schimmereffekt. Also der ist nicht richtig hochpigmentiert. Da sieht man nur so ein bisschen den Schimmer. Ich mache das ein bisschen mehr, dass ihr das seht. Und ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Gloss. Trage ich so, trage ich auch über matten Lippenstift. Wie man mag. Und ich finde die eigentlich super. Ja. Es muss ja nicht immer hochpigmentiert sein. Also, es muss nicht unbedingt sein. Jetzt machen wir das eben schnell ab. Und dann zeige ich euch noch einen Alverde Lip Liner. Das ist die Farbe 17 Secret Red. Man könnte es zum Beispiel mit den 53 Cherry mit kombinieren. Deswegen habe ich den auch, glaube ich, mal mitgekauft. Man kann eine Umrandung machen. Dann kann man auch den Sweetberry nehmen, wie man möchte. Also, wie ihr das wollt, ne? Auf jeden Fall ist das die Farbe Secret Red. Man könnte aber auch Secret Red nehmen, auch zu dem Raspberry in Love. Kann man, indem man diesen Lip Liner nimmt und den Lippen damit nur ausfüllt und darüber den Raspberry in Love. Kann man auch, ne? Wie ihr das möchtet, ist eine sehr, sehr schöne matte Farbe und hält bei mir, also solche Stifte generell, Lip Liner halten sehr gut bei mir. Auch wenn ich trinke, wenn ich esse, wenn ich quatsche, hält der ganz, ganz gut drauf. Ja. Dann macht man halt noch einen Lipgloss drüber oder halt einen Lippenstift noch drüber und dann sieht man wieder frisch aus. Ja. So, dann habe ich Altera. So, dann machen wir mal einmal hier ein bisschen. Machen wir erstmal die Gesichtsprodukte. Da habe ich zum einen diesen Blush hier, ist ein zusammengepresster Quattro Blush. Den anderen Blush zum Beispiel, den ich eigentlich importen wollte von P2, den habe ich jetzt nicht importiert, weil es ist schon sowieso sehr schwierig mit so zwei einzelnen Fändchen die zusammenzukleben. Deswegen habe ich den deportiert. Aber auf den zurückzukommen, der ist super schön. Er schimmert. Sehr selten, aber leider benutzt, ja. Aber ich werde ihn auf jeden Fall öfter verwenden. Wenn man den mischt, sieht er so aus. Ist so peachy. Und der ist wunderschön, schimmrig. Dann mache ich jetzt auch ein bisschen hier sauber, dass man auch noch das Zeichen sieht. Dann gehe ich jetzt einmal einzeln so ein bisschen rein. Und dann zeige ich den euch mal einzeln hier so durcheinander. Moment. So. Einmal. Ich nochmal einmal drüber, dass ihr das
in der Kamera so ein bisschen seht. Aber das Dunkle, der möchte heute nicht gesehen werden. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen, also die einzelnen sehen ein bisschen so aus. Und hier ist dann halt dieses gemischte Peachy. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. So, wieder auf. Genau. Gut, dass ich den jetzt noch hier liegen hatte. Hier ist ein sehr schöner Blush, auch sehr schön pigmentiert. Da der auch sehr schimmernd, also so leicht schimmernd ist, braucht man den nicht mit einem Highlighter kombinieren. Also macht sehr schöne frische Wangen, gut zum Frühling, zum Sommer, wirklich toll. So, dann weiter habe ich ein dunkles Nude, wieder auch mit sehr, sehr hohem Schimmeranteil. Pigmentierung ist perfekt, hochpigmentiert, weich, so wie auch dieses Quattro Rouge, was ich euch gezeigt habe, ist auch butterweich. Ja, das kombiniere ich auch nicht, da er ja auch so ein bisschen so diese Silberpartikel hat. Und ja, ist halt so ein Rosenholz, ne? Da muss man immer gucken, was benutzt man, wenn man nicht so eitel ist, was die Jahreszeiten angeht. Wie macht man das, weil es sehr schön pigmentiert ist. Also das kann man auch so ein bisschen so als leichten Bronzer schon sehen, weil er diesen Schimmereffekt hat. Ist aber ein sehr schöner Rouge. Ja, so, dann bisschen wie mein Kosmetiktücher, dann geht's weiter. Dann habe ich hier noch ein Kajale. Da habe ich zum einen ein Kajal, der heißt Zehntop. Ups. Und dann habe ich noch ein Kajal, der heißt Eis. Ja, Eis, Eis, Baby. Den habe ich sehr, sehr häufig getragen, weil ich liebe Blau. Wie ihr schon schnell kennen könnt. Ich habe nämlich heute nur ein blaues T-Shirt und eine Shorts an. Heute. Es war nicht extrem warm, aber ich hatte mal echt Lust drauf. Ja, auf jeden Fall, das ist Taub und das ist Eis. Sind zufriedenstellend pigmentiert. Der Braune, der macht so einen schönen natürlichen Look. Und der Eis, da er auch so leicht schimmernd ist, macht einen richtig, richtig schimmernden Eindruck auf Auge. So ein Eyecatcher. So. Dann gehen wir jetzt zu den Lidschatten. Das werde ich jetzt mal hier vorholen. So, da haben wir zum einen ein Duo in Rosé und in Grau. Das sind so Schimmerfarben. Auch sehr schön. Kann ich zum Highlighten immer mal wieder benutzen. Dann habe ich ein Gemisch. Einmal hellgrün, einmal so ein dunkles Grasgrün und der dunkle hat so, ja, so bräunliche Partikel. Ja, so Froschgrün-mäßig. Khaki. Irgendwie hat er da so eine interessante Mischung. Auch schön leicht pigmentiert. Dann meine Lieblingsfarben, zwei verschiedene Blautöne. Die sind auch alle von dieser Reihe sehr, sehr schön weich pigmentiert, wie ihr seht. Ja. Und dann habe ich hier noch so ein Trio. Da ist Peach, da ist Braun und einmal
Ja, so ein Bananenfarbe, Vanillefarbe. Mache ich einmal kurz sauber. Die Finger mache ich mal einmal sauber. Moment. Mache ich auch die Hand nochmal frisch. So. Dann mache ich das jetzt einzeln. Einen Moment. Also ein Peach. Ein dunkelbraun. Und so Vanille-Bananenfarben. Sind auch sehr schön pigmentiert. Wie ihr seht, haben die alle auch so einen schönen Glow dabei. Sogar der Peachige, der hier auf meinen Knochen liegt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Der hat so einen schönen goldenen Glow. Ja. So Rose Gold. Ne? Sehr, sehr schön. Einfach nur schön. Ich werde auf jeden Fall da wieder welche mir mal angucken. Also es ist super. Ist toll. Dann habe ich nur noch die drei Lippenprodukte und da sind wir auch schon durch. Da habe ich zum einen die 06 Terra, ist so ein schönes Nude. Die sind hochpigmentiert, cremig auf den Lippen. Ja, kann ich nicht meckern. Dann habe ich die 14 Tulip. Ja, ist eine sehr außergewöhnliche Farbe und Tulip ist peachy. Wartet. Ja, so ein ist peachy. Ja, genau. Ist auch cremig, aber auf den Lippen hat er nicht so eine hohe Deckkraft, was auch in Ordnung ist, aber gut, da ist der hier schon sehr cremig aufgedrückt. Also ist der schon sehr hoch pigmentiert und wie gesagt noch cremiger. Dann habe ich einen Lipgloss, die 05 Cherry. Den könnte ich jetzt zum Beispiel bei dem Alverde, könnte ich den mit tun. Der hier zum Beispiel 53 Cherry, ne? Der könnte das so ein bisschen hinhauen, weil er auch so einen Matteffekt noch dabei hat, also kein Schimmer. Und der hier hat Schimmer und das kann man dann drüber legen, wenn man will. Und der ist auch leicht, also pigmentiert ist der schon, aber nicht so extrem auf den Lippen. So. Haben wir noch so einen guten Schluss, den Alterra Lip Liner in der Farbe Rosewood 05. Genau, einfach nur so ein Rosewood-Ton. Der ist ziemlich dunkel, wie ihr seht. Aber man kann den sehr, sehr schön auch mit Nude-Farben wie den hier oben kombinieren. Mit den, was hatte ich jetzt gesagt? Terra kann man kombinieren. So ein dunkles Bärentönchen kann man damit kombinieren. Also alles super. Ja. Was ich aber auch immer mache, ist, dass ich viele, 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 viele Sachen, die ich in dem Kategorie-Schminköpfchen habe, auch schon mal gucke. Steht mir das nicht? Dann tue ich die in meine Aussortieren und Aufgebrauchbox und dann zeige ich es euch. Es kommt schon mal vor, also ich habe das jetzt mittlerweile schon regelmäßig, dass ich immer gucke, zum Beispiel jetzt noch das aktuelle Schminkkörbchen Adeko, gucke ich, kann ich das noch nehmen? Ist die Farbe mir zu extrem? Steht sie mir? So, und das mache ich bei jedem Kategorie Schminkkörbchen momentan. Und ja, meine Hübschen, das war's mit der Swatch und Review Party zu Alverde und Alterra.
Ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen gefallen. Ich schau mal, inwieweit ich heute das noch schaffe, noch Videos zu drehen. Ansonsten werden natürlich wieder welche folgen, so gut ich kann, ne? Und genau. Aber auch andere Videos muss ich mal schauen, wann ich die dann wieder drehen kann. Ich muss das zeitlich immer festlegen. Und natürlich, wann meine Motivation da ist. Weil ich ja, wie gesagt, auch noch einige Projekte noch habe und die ich dann machen will. Ja. Aber ich habe schon einiges so vorgearbeitet und mal schauen, wie es weitergeht. Genau, so ihr Hübschen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und natürlich eine schöne Woche für die, die dann arbeiten müssen. Und ja, bis zum nächsten Mal.